Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von MFG. So, ganz wichtig erstmal, lasst bitte ein Abo da. Zwei Drittel aller, die aktuell die Videos gucken, haben kein Abo. Das ist wirklich traurig. Also, haut da mal rein, dann bitte in die Abo-Kiste, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und es kostet halt auch wirklich nichts. So, wir wollen uns ja in den Panzern jetzt immer vorher das Setup angucken. Also, es ist ein Leitpanzer, der ist zum Spotten gut und so weiter. Und ich habe hier erstmal Kampfkraft umgestellt auf kalibrierte Granaten. Also, ich möchte mehr Durchschlag haben, 305 mm auf der APCR. Das ist wichtig für die Maus, E100 solche Panzer, dass man an den Backen gut durchkommt. So. Super Schwitzer oder sowas können das auch mit 15 mm weniger Durchschlag, aber ich brauche das. Rammen tue ich damit nicht, also wird die Mannschaft geschützt. Dann mit dem Light will man weit gucken, also ich brauche keine Tarnung, habe ich genug. Ich will weiter gucken, maximal 302 Meter mit meinem Setup. So, dann hier, manchmal steht man mit dem Light weiter hinten, will weit schießen. Also deswegen Turbolader, damit ich schneller und weniger Durchschlag verliere auf Entfernung. Panzerung hat der Panzer nicht, also nehme ich mehr Hitpoints mit, weil das hilft mir. 102 Hitpoints, vielleicht halte ich einen Schuss mehr aus. Schnell ist der Panzer. Ich mache ihn noch ein bisschen schneller. Das war es halt, 2 km/h schneller ist das. Das merkt man schon. Dann hier Zielerfassungszeit möchte ich schön zügig haben beim Light, also 0,3 Sekunden auf 3,0 runter. Ketten habe ich schon mal erklärt. Wenn die Mannschaftsskills vernünftig ausgebaut sind, repariert eure Mannschaft schnell genug die Ketten. Braucht kein Mensch. Lieber Reparatur, Modulgeschwindigkeit um 30%. Repariert jedes Modul schneller. Ja, hier muss jeder, wie er es möchte, ob er länger Adrenalin benutzen möchte oder kürzer, muss jeder selber wissen. So, Proviant. Gehen wir auch noch mal kurz rein. Ich habe wieder 113% Crew, also 10% mehr und 3%, also das ist die Milch. Und dann noch mal 10% den Supertreibstoff. Das war's. Munition noch mal, ausgewogenes Layout, 18, 17, 8. Mehr Munition hat er nicht. Verbrauchsmaterial gehen wir auch noch mal rein. Keinen Turbo, bringt meistens nichts. Ich habe die auf ein paar Panzern drauf, ich weiß, aber hier großes Reparaturkit, kleines Reparaturkit und Adrenalin. Und natürlich eine Tarnung drauf. So, und jetzt gehen wir Abfahrt. Das hier müssen wir. Wir sind auf Geisterfabrik unterwegs. Kein Platoon, reines Zehnergefecht. Und mit dem Light, euer Job am Anfang. Spotten, Gegner aufmachen. Nicht unbedingt gleich rumballern oder so. Also steht ein bisschen vorsichtig. Seitdem man nicht mehr chatten kann oder so, guckt, wie euer Team fährt. Ihr könnt ja nochmal korrigieren. Ich schmeiße hier vorsichtig die Tanne um oder die Kiefer und kann die dann später nutzen. Macht den Munitionsbalken auf, falls ich mal schnell wechseln muss. Man kann da vorne links hinfahren. Eben ich nicht so der Freund von, weil man kann da hart gekontert werden und mein Team hat nicht so richtig Bock. Aber gut. Ruhe bewahren. Nicht ausflippen. Wir haben sie. Und das Ding ist gepanzert. Aber mit meiner Hilfe verursacht der Schaden 740. Haben wir mitgenommen. IS-4 war da. Aber bei IS-4 Seite, selbst mit Premium-Munition. So, jetzt haben wir hinten Probleme. Mein Job, ran an die Marie da hinten. Das geht natürlich nicht, dass der da so einen Ärger macht. Hui, ich finde noch einen anderen. Ich bleibe im Winkel so, dass der, ne, ihr seht schon, dass er nicht geschossen werden kann von dem anderen. Nee, der kriegt mich überhaupt nicht mit. Noch einer. Also hier ist ja heute was los. So. Ich versuche die Kette rauszuziehen von ihm, damit er sich nicht drehen kann, aber schwierig. Wir haben sie. So, ich will da vom E100 wegkommen wieder. Dahin, oder vom Jagdpanzer 100. So, jetzt da hinten erstmal große Not.
Also jetzt auch der Job als Light, die One-Hits, so wie die IS-4 da, rausnehmen. Schnell reinfahren, rausnehmen. Das wird mich Hitpoints kosten. Ich bin ja noch Full HP, ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Er hat schon mitgekriegt, ich fahre jetzt hier weg. Aber er kann mich natürlich treffen, das ist ja gar keine Frage. So. Auch da wieder. Ne? Wir helfen hier hinten. Erstmal alles auf One-Hit schießen, was geht. Und jetzt hier beginnen unsere ganz neuen anderen Probleme. Ja, ich habe hier die Gun nicht schnell genug. Na gut. So, jetzt geht's los. Gun kommt nicht runter. Gun depressed bei dem Panzer. Oder bei dem Panzer ist natürlich schwierig. Ihr seht, das mit der HE ist jetzt nicht so ganz geil hier. Selbst von hinten. Ne? Brauche ich einen rechten Winkel. So, jetzt ist da noch der Jagd-E. Den muss ich gar nicht beschießen mit normaler Munition. Wie ihr schon seht, es ist selbst mit der Premium alles rot. Ne? Deswegen habe ich den auch mit mehr Durchschlag. Also, ja. Der ging nicht durch. Ihr seht's. Das war's. Ja, blind haben wir nichts mehr getroffen. Also zwei Stück ins Objekt, drei in den Kranwagen, in den LT anderen drei Stück. Huch, wie bin ich denn da drauf gekommen? Und IS-4, einen Treffer. Aber nur den Abschuss 67, also das war's. Der Blindschuss auf die IS-4 hat nicht getroffen, schade. So, dann verabschiede ich mich jetzt und sag viel Spaß beim Spielen und schaut euch das nächste Video an. Es kommt bestimmt. Tschüss!